So, meine lieben Kinderchen, hallo da draußen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen Popöchen. Es wird wieder Zeit, dass wir wieder mal mit Drogen eine Runde spielen. Und los geht es. Wir sind wieder zurück in Mystery Spell. So, da wären wir mit Peter am Start. Du musst mich nicht begleiten, wenn du nicht willst. Genau, es ging um die Schule. Peter hat uns ausnahmsweise mal zur Schule gefahren. Was total nett ist von ihm, was er ja auch sonst nicht macht. Und jetzt sind wir hier mit ihnen in der Schule. Und ich bin gespannt, wie wir den Schultag überleben. Es läuft momentan alles nicht so gut. Nikolai hatte uns Droge verboten außerhalb des Herrenhauses und. Und dir, warum sollte ich das nicht dir wollen? Ich weiß nicht. Normalerweise gehst du direkt in die Bibliothek, aber heute begleitest du mich. Als ob ich so hilfsbedürftig wäre. Brauche ich jetzt eine Grunde, um bei dir zu sein, ne? Wir könnten auch hier zusammen Amore machen. Nein. Was ist das Problem? Hast du Mitleid mit mir oder Angst, dass ich jemanden umbringen könnte? Mir kann ich auch etwas anderes antworten oder muss ich dir von diesen beiden Optionen sagen? Ich beiß mir auf die Lippen, um nicht zu lachen. Ich schüttel mit dem Kopf und bin immer noch mies drauf. Komm, wir lachen. Peter ist witzig. Wie dem auch sei. Egal, wir werden ja sehen, ob du immer noch den Aufpasser spielen willst, wenn Sarah auftaucht. Echte? Kannst du nicht so eine Tage ohne sie aushalten? Nein, und da ich am Boden bin, brauche ich sie und ihre gute Laune wirklich. Da ist sie schon. Redet ihr von mir? Ich habe gute Laune gehört und zack bin ich da, wie im Sonnenschein. Ja. Sie begrüßen, sich in ihre Arme werfen. Ohne noch weiter zu überlegen, stürze ich auf sie und halte mich mit aller Kraft an ihr fest. Sarah lässt einen Moment lang die Arme baumeln und dann legt sie ihre Hände auf meinen Rücken. Peter räuspert sich hinter mir. Wie immer fühlt er sich nicht wohl, wenn Sarah da ist. Ich glaube, da geht noch irgendwas. Guck mal, er kaut sich sogar hier auf den Lippen dabei. Sarah. Ich vertraue sie dir an nicht. Sie braucht jetzt eine Freundin. Warum? Was ist denn passiert? Sie wird es dir erzählen, also passe gut auf sie auf. Natürlich. Unglaublich, Peter und Sarah wechseln drei Worte miteinander, ohne sich zu streiten. Schade, dass ich dafür erst am Boden zerstört sein muss. Und worauf kommt oft und vielleicht ist das der Weg. Ich höre, wie Peter geht. Jetzt sind wir unter uns Mädchen. Sarah geht einen Schritt zurück und mustert mich. Ich lasse meine Tränen freien Lauf. Was ist denn passiert? Meine Hübsche, ich mache mir Sorgen, gestern Abend warst du voller Freude und heute ganz niedergeschmettert. Hat Drogo dich etwa verletzt? Ich richte mich schnell auf. Ich stöhne genervt auf wegen ihrer Vorurteile. Nein, überhaupt nicht. Das hat nichts mit ihm zu tun. Naja, zum Teil. Was denn? Ich zögere. Ich habe Angst, ihn zu enttäuschen, wenn ich ihr von gestern erzähle. Sie runzelt vor sorgende Stirn. Ich habe mit meinem Zauber gespielt. Du weißt, dass du mir alles sagen kannst, oder? Ich weiß nicht, ich bin nicht sicher stolz. Ich bin sicher nicht stolz auf mich. Es war alles so schlimm. Was auch immer es ist, wir finden eine Lösung. Ich habe es übertrieben mit der Zauberei. Sarah wird plötzlich ernst und zieht mich zur nächsten Bank. Aber wir werden den Kurs verpassen. Der Kurs ist jetzt egal, erzähl. Oh, lass uns ein bisschen Memory spielen. Komm, wir haben noch lange nicht mehr mit dieser Stimme von dieser Drogo gesprochen. Komm, wir müssen nicht nehmen Samantha, denn wir brauchen sehr viele Drogos. Da ist ein Drogo, da ist noch eine Drogo. Und wir haben nächsten Drogo hier und das ist der vierte Drogo und wir haben gewonnen. Okay, weiter geht's im Text. Gestern Abend hat mich Drogo zu einem Picknick über den Dächern der Stadt eingeladen. Oh, wie süß. Und dann? Wir haben uns in das Getümmel in der Straße angesehen. Die Fußgänger, die Autos und dann hat mich Drogo gefragt, ob ich mit meinen Kräften ein Auto schweben lassen kann. Oh, scheiße, dieser Typ ist so ein Vollidiot. Wo sie recht hat, ne? Hat sie ja komplett recht, ist ja auch wahr. Ich knirsche mit, ich verdrehe die Augen. Jetzt habe ich mein Mikrofon angesabbert. Blödsinn.
Hör auf, ihm die Schuld zu geben. Ich stehe für meinen Fehler ein. Natürlich ist es nur seine Schuld. Du hast noch keine Ahnung von Konsequenzen, die das haben kann. In unserer Welt bist du noch ein kleines, unschuldiges Baby. Ich bin mir nicht sicher, was ich von diesem Vergleich halten soll. Er hätte dich nicht dazu bringen dürfen, das zu tun. Aber so ist er drauf. Du weißt noch nicht mal, was wir getan haben. Wenn du sofort urteilst, dann brauche ich dir auch nichts zu erzählen. So, meine Kinderchen, das war's wieder für heute. Das war, ich bin gespannt, wie es mit Sarah weitergeht, ne? Die wird uns wieder einen vom Latz knallen, definitiv. Da können wir drauf Gift nehmen. Also, meine Mäuse, danke fürs Reinschalten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.